Heute jährt sich ja zum 75. Mal der Beginn der Nürnberger Prozesse. Und ich würde das gerne als Aufhänger nehmen und fragen, ob das Bundeskanzleramt mittlerweile zum Schluss gekommen ist, wie Sie mit dem nach wie vor im Bundeskanzleramt hängenden Porträt von Hans Klopke, verurteilter NS-Verbrecher und Hauptkommentator der Nürnberger Rassengesetze, umgeht. Ich hatte hier im Januar zugefragt, Januar 2019, da hieß es, es würden noch wissenschaftliche Studien zur NS-Vergangenheit des Kanzleramtes laufen, die würden 2020 abgeschlossen und dann würde man das Thema thematisieren. Deswegen, da wir uns Ende 2020 befinden, würde ich gerne wissen, ob die Kanzlerin und das Bundeskanzleramt zu einem Fazit gekommen sind, wie sie mit dem Bildnis umgehen. Ja, ich werde Ihnen da gerne eine Antwort nachreichen, weil ich das jetzt aus dem Stand nicht kann. Das Bild hängt im Bundeskanzleramt in der Reihe, in der langen Reihe der Bilder der Chefs des Bundeskanzleramtes. Aber als einziges ist es versehen mit einer historischen Hinweistafel, die die traurige Rolle dieses Politikers deutlich beschreibt. Nachfrage? Als ich, wie gesagt, vor einem Jahr dazu nachgefragt hatte, hieß es noch, man würde das in keinster Form sein. Also das ist diese Plakette, gab es noch nicht. Da würde mich interessieren, seit wann hängt diese Plakette da und auf wessen Initiative wurde sie da angebracht? Das reiche ich Ihnen nach. Ich danke. Dann habe ich eine Reihe an Fragen an das Auswärtige Amt. Ich kann Ihnen die Antwort zum Thema Klopke nachreichen. Wir hatten eine Presseanfrage dazu im Mai dieses Jahres und die hatten wir wie folgt beantwortet, wenn Sie da jetzt kurz eine Minute mit mir Geduld haben. Im Verwaltungsbereich des Bundeskanzleramts sind Porträts aller ehemaligen Chefs des Bundeskanzleramts auch von Hans Klopke in chronologischer Reihenfolge gehängt. Eine Wertung des Wirkens oder Vorlebens der Amtschefs ist damit nicht verbunden. In Abstimmung mit der Historikerkommission, die mit der Aufarbeitung der Historie des Bundeskanzleramts beauftragt ist, wurde kürzlich, dieses also im Mai geschrieben, also wir meinen im Frühjahr, unter dem Foto von Herrn Klopke eine auf seine Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus hinweisende Informationstafel angebracht. Jetzt lese ich Ihnen nicht die ganze Informationstafel vor, sondern schicke Ihnen das. Die spricht jedenfalls ganz konkret von seiner Rolle als Mitverfasser des ersten Kommentars zu den Nürnberger Rassegesetzen, was die für die Bevölkerung, die man damals nicht arisch nannte, bedeuteten. Und die Gesetzgebung, an der Hans Klopke mitwirkte, bildete eine Grundlage für die Verfolgung, Deportation und Ermordung der deutschen und europäischen Juden sowie der Sinti und Roma. Kriegen das noch schriftlich. Es ist die Ära Adenauer. Im Palais Schaumburg empfängt er Gäste aus aller Welt. Sein engster Berater hat sein Büro, unauffällig, fast unsichtbar, im Seitenflügel des Kanzleramts. Das Dienstzimmer des Staatssekretärs im Bundeskanzleramt. Ich darf Ihnen Herrn Dr. Hans Klopke vorstellen. Hans-Maria Klopke, Adenauers Staatssekretär. Der Mann, an dem niemand vorbeikommt, der zu Adenauer will. Ein Mann, der in der Nazizeit und schon in der Vor-Nazizeit antijüdische Maßnahmen durchsetzte. Berlin. Seine Karriere beginnt im Reichsministerium des Innern. Seit 1929 ist der Jurist Hans Klopke hier als Verwaltungsbeamter tätig. Bereits 1932, vor der Herrschaft der Nazis, formuliert er einen antijüdischen Runderlass. Dieser erste Runderlass, den er dann herausbrachte, hieß, wenn man es etwas abkürzt, Juden sollen keine Möglichkeit mehr haben, sich hinter deutschen Namen zu verstecken. Nach der Machtübernahme der Nazis dient Klopke den neuen Herren. Während sich andere verweigern oder ihre Posten verlieren, bleibt Klopke im Amt und macht Karriere. 1936 verfasst er einen juristischen Kommentar, eine detaillierte Erläuterung zur praktischen Anwendung der Nürnberger Rassegesetze. In Gesetz und Kommentar werden alle Personen fremden Blutes, vor allem Juden, als rassisch minderwertig diskriminiert und der Verfolgung ausgesetzt. Sein Vorgesetzter beschränkt sich auf die Einführung. Klopke kommentiert akribisch die perfiden Details. Damit wurde die Grundlage dafür geschaffen, die Leute zu klassifizieren, so zu klassifizieren, dass man sie aufteilen konnte in diejenigen, die deportiert und ermordet werden sollten und diejenigen, die auf andere Art und Weise diskriminiert werden sollten.
Doch zunächst wird im Nürnberger Prozess mit den Hauptkriegsverbrechern abgerechnet. Innenminister Frick, Globkes früherer Chef, ist unter anderem wegen seiner Euthanasiegesetze angeklagt. Robert Kempner, einer der Hauptankläger, ist ehemaliger Kollege von Globke. Er war im Innenministerium, bis er als deutscher Jude in die USA floh. In einem Internierungslager trifft er Globke 1945 wieder. Auf sein Drängen tritt Globke als Kronzeuge gegen Frick auf. Globke selbst wird nicht angeklagt, sondern als unbelastet eingestuft. Dabei helfen ihm auch sogenannte Persilscheine, Entlastungsschreiben, um die er seine alten Zentrumsfreunde gebeten hat. Der Kalte Krieg nutzt vor allem der US-Rüstungsindustrie. Mit seiner Einteilung der Welt in freie und kommunistische Staaten eröffnet Präsident Truman 1947 auch offiziell den Kalten Krieg. Sie können sich nicht die Paranoia vorstellen, die es damals gab. Noch viel mehr nach Korea. Wir wussten nicht, ob die Russen nicht marschieren. Ich wusste, dass sie nicht marschieren. Nämlich das war meine Aufgabe. Ich wusste, dass sie nicht die Truppen und den Proviant und den Sprit und die Waffen sammelten, um diesen Sprung zu machen. Und das war meine Funktion in Berlin und das habe ich auch sehr klar regulär gemeldet. Ich habe nie daran geglaubt, ich persönlich. Und ich konnte sagen, meine Dienststelle in Berlin hat nie daran gedacht, dass wir Krieg mit Russland haben werden. Aber sehr viele Leute verdienen Geld mit der Angst. Und die ganze militärisch-industrielle Komplex muss in Betrieb gehalten werden durch die Angst. Bonn, die neue Hauptstadt der Bundesrepublik. Als Kanzler Konrad Adenauer seinen Amtssitz, das Palais Schaumburg, bezieht, ist ein Mann dabei, der ihm von Parteikollegen empfohlen wurde, Hans-Maria Globke. Adenauer macht ihn zunächst zum Ministerialdirektor und setzt ihn 1953 als Staatssekretär im Kanzleramt durch. Globke wird sein engster Vertrauter. Für Globke, der gern im Verborgenen agiert, bieten im Kalten Krieg gerade die Geheimdienste ein ideales Betätigungsfeld. Schon bevor er Staatssekretär wird, ist er Adenauers Mann für vertrauliche Angelegenheiten. Globke kontrolliert den neu gegründeten Verfassungsschutz und den Bundesnachrichtendienst, die frühere Organisation Gehlen mit Sitz in Pullach. Schon 1950 hatte Globke im Auftrag Adenauers mit Reinhard Gehlen Kontakt aufgenommen. Damals wurde dessen Organisation noch von der CIA finanziert. Mit seinen Männern und Informationen ist der frühere General nach dem Krieg in den Dienst der USA getreten. Er liefert Informationen über die Sowjetunion, die viele amerikanische Militärs hören wollen. Auf Adenauers Weisung sorgt Globke dafür, dass die Organisation Gehlen 1956 als Bundesnachrichtendienst, BND, übernommen wird. Most of the experts from that time, I've interviewed a number of them, agree that the files were essentially empty concerning Eastern European and Soviet affairs. When the CIA finally analyzed his operations, they discovered that 90% of them were garbage. They were either fraudulent, they didn't exist, or the information that was being provided was worthless.